Zur biologischen Landwirtschaft bin ich beigetreten 1994. Aufgrund da deswegen, weil ich auf Mutterkuhhaltung umgestellt habe und das Tiere ein bisschen vermarkten wollte. Und der zweite Grund war eigentlich auch noch es gibt ja Bioförderung auch. Und da habe ich halt geschaut, das ist das Bestmögliche außerhalb von den ganzen biologischen Dingen. Und ich glaube auch, dass heutzutage der Sinn sein sollte, dass man auf biologisch umsteigt.